Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost of Tsushima. In der letzten Folge haben wir ja hier ordentlich aufgeräumt. Ich gucke jetzt noch einmal rum, ob vielleicht hier noch irgendwo was jetzt liegt, was wir noch nehmen könnten. Aber ich glaube, wir haben hier gute Arbeit geleistet, dass hier nicht mehr allzu viel rumliegt. Und ich glaube, das wird auch jetzt meine letzte Folge, die ich für heute aufnehme, weil ich werde so langsam müde. Beziehungsweise die Augen werden müde, dann sehe ich immer nichts. Ich habe dann richtig Probleme zu gucken. Ist richtig krass ist das geworden. Man wird alt. Na gut, ich glaube, hier haben wir alles. Guck mal, hier ist ein unentdeckter Ort. Lass uns doch mal dahin watscheln. Kommen wir hier runter? Ach, denn das Pferd? War das jetzt für eine Scheiße? Braver Junge. Naja, braver Junge von wegen. Hals habe ich mir fast gebrochen. Sieht aber auch aus hier, oder? Halt. Ihr wisst da Bescheid. Los jetzt, Nobu. Hier haben wir noch einen. Meter. Naja, er bringt Fell, auch wenn er jetzt tapfer gekämpft hat. Tut mir leid. Fuchsbau. Hoffentlich ist mir der Fuchs nicht wütend, böse. So, mal gucken, wo der uns hinbringt, was dann da wieder gibt. Ja, wir rennen im Kreis, kann das sein? Sehr gut. Aber krieg ich denn jetzt hier eigentlich noch Talismane? Ich meine, wir sollen die jetzt sammeln, aber. Gut, was haben wir denn jetzt hier noch? Wir könnten mal hier unten hier die Aufgabe verloren auf See. Kämpfen wir! Kämpfen wir! Na, der Dicke ist das gut. Ja, Zuckso. Hier habe ich noch genug Konzentration. Das sieht erstmal gut aus. Ja.
Sache sieben. Der Ruhe. Seid ihr frei. Nur keine Panik. Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Nobu. So, was haben wir da noch? Schnell, Nobu. Ach, hier war der Heiler, ne? Ja. Oh, Wildschweine. Das war das Fischerdorf mit Kenji. Die Sonne hier. Geil. Oh ja, der Vogel, der kommt, wisst ihr. Ich muss sagen, so Sachen wie Aufgaben, die dann angezeigt werden, muss da der Vogel kommen. Der führt mich jetzt auch bloß zu dem Questgeber. Im Grunde braucht er das eigentlich nicht, weil wir wissen ja, wo das der hier ist. Otosuke? Hört lieber auf, bevor ihr euch verletzt. Verzeiht, wenn euch mein mangelndes Geschick beleidigt, mein Herr. Aber ich muss etwas unternehmen. Die Mongolen haben meine Tochter entführt. Wo haben die Hunde sie hingebracht? Zu ihren Schiffen. Die mit den eingeholten Segeln. Zwei Schiffe. Wer weiß, wie viele Mongolen. Dagegen kommt ihr nicht an. Ich habe ein Boot und ein Schwert. Vielleicht kann ein freundlicher Samurai helfen? Na, aber sicher doch. Steigt ins Boot und schnappt euch ein Ruder. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Überlasst das Kämpfen mir. Wir können los, mein Herr. Wir können los. Na, dann mal los, wa? Verloren auf See. Anigado, Karakataja. Uriata. Puh. Ach, keine Ahnung. Nehmt es mit Humor. Bringt Maki sicher zurück. Wartet hier. Wir sind bald zurück. Munition ist, glaube ich, ja, ist auch voll. Chiharu!
Was haben die denn so schöne drinne da? Vorräte. Vorräte sind immer gut. Was? Eisen ist auch gut. Chiharu! Hm? Was ist Benny? Zählt das eigentlich als ehrenhaft, wenn ich von hinten angreife? Ohne Attentat? Ach Quatsch, Mensch, mach doch R2, Mensch. Dosho, Turken! Abentü! Terin Hefturberga! Terten Benno! Ja, Marnegio, Marcella! Da ist der Boss. Nee, ist kein Boss. Ich denke mal, diese Taste ist da. So, haben wir jetzt hier alles? Munition ist voll. Ja, doch, nur bleib doch mal ruhig. Weißt du, wo man jetzt noch 2 Sekunden warten gibt? Das ist wieder Kater, wie mein Kater, wenn der fressen will. Das muss sofort passieren. Stillhalten. Das ist eine Tochter? Könnte Marie? Seine Frau sein. Ja. Euer Vater wartet in seinem Boot. Kommt mit. Ich folge euch, mein Herr. Danke. Ihr habt sie getötet. Sie hatten es verdient. Ich weiß, ich kann nicht glauben, dass es vorbei ist. Maki! Ich bin hier, Vater. Den Göttern sei Dank. Bringt uns ans Ufer. Sofort, mein Herr.
Sehr gut. Läuft doch je wie schmiertes Uhrwerk. Du bist in Sicherheit. Ich war tagelang bei Ihnen, Vater. Tagelang. Ich hätte früher kommen sollen. Ruht euch aus. Bringt euch in Sicherheit, wenn ihr wieder bei Kräften seid. Jawohl, mein Herr. Danke. Verloren auf See. Na, nun muss er doch auch nicht mehr heulen. Ich hab 3 Punkte, Mensch. Ich hab immer noch keine Punkte verteilt. Talisman der Verteidigung. Wo sollen wir hin, Vater? Lass das meine Sorge sein. Gut. Ich weiß. Ich würde mal schnell an die Ufer rüber schwimmen. Ich trinke nebenbei immer noch hier schöne Cola Zero. Die gibt manchmal ein bisschen Pfötchen. Sollte man vielleicht nicht machen, aber ja, gut. Schmeckt halt so gut. So, wenn ich drüben dann bei Novo bin, dann werde ich erstmal auf der Karte lunzen, was wir als nächstes machen können. Wo wir noch hin können, wo wir noch hin tüdeln können. Katze, was beobachtest du mich? Was ist los, hä? So. Das hätten wir. Wir haben jetzt hier eigentlich alles abgegrast, was hier so ist. Den Schrein kommen wir nicht hoch, weil wir noch nicht das haben, was uns fehlt. Im Grunde sind wir ja soweit durch hier. Kann ich jetzt hier... Gibt es hier eigentlich irgendwas Rüstungsschmied? Oh, wir können die Tracht verbessern. Die konnten wir sowieso verbessern, oder? Hier kann ja eigentlich ja nichts mehr sein. Hier waren wir auch, ja. Säule der Ehre. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen, was wir abklappern können. Ich reise mal hier hin. Auch wenn wir jetzt über Schnellreise machen. Und dann decken wir mal hier das noch ein bisschen auf. Und zwar hier so ein bisschen. Regnet schon wieder. Herrlicher Vollmond hier. Maxima könnte doch hier noch ein... ein Leuchtturm sein, aber ich sehe hier keinen Leuchtturm. Ich würdige dein Opfer. Genau. Irgendwann machen wir einen friedlichen Ausritt. Machen wir doch schon. Ich meine, gut, zwischendurch haben wir ja mal ein paar Kämpfe hier, aber im Grunde ist alles schick hier. Ich sehe aber hier nichts. Gehen. Doch, da ist was. Kommt her und kämpft!
Haben wir jetzt ja alle, ja. Den Vorräte bei, nee. Alles wird wieder gut. Ich dachte, ich sterbe hier. Vorsicht da draußen. Heute nicht. Nimm dies. Ich habe sonst nichts. Dann behaltet doch. Warum behalten die das denn nicht, weißt du? Aber hier ist jetzt weiter nichts, oder? Nö, hier ist einfach nichts mehr. Wir könnten jetzt hier noch gucken gehen, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie noch was... Wo geht das jetzt lang da? Halt! Wird doch jetzt nicht mehr sein. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Da sind noch Gegner. Schickt euren besten Krieger! Der ist euer bester Krieger? Okay. Da ist der Skill. Wenn ich die Haltung einnehme, dann... Alles klar. Dann ist der Skill ja doch nicht unnötig. Hierher! Wo ist denn lang? Kommt man da hoch? Hier. Los jetzt, Nobu! Oh, hier wird doch nichts mehr sein. So, wir haben den Ort entdeckt. Aber hier ist auch nichts mehr. Gut, Rüstungsschmied. Lass mal da hinreisen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge könnten wir dann eigentlich uns um Yuna und ihren Bruder kümmern und dann in dieser Schmiede da was reißen. So, wo war Rüstung? Da hinten. In der Rüstung, die er anhatte, wird der Samurai die Mongolen nie besiegen. Was erwartet ihr denn? Würde ich jetzt sagen, machen wir die Rüstung jetzt voll hier? An meiner Rüstung zerbrechen die Mongolen Waffen. Ach nee, das wollte ich ja machen hier. Es gibt nichts Stärkeres. Seide brauchen wir und? Ihr benötigt mehr für diese Verbesserungen. Ihr habt meinen Dank. Ich sag zu dem Hut nichts. Ja, nicht. Was ist das? Haben die sowas früher wirklich getragen? Herrlich. Wir beten für eure Sicherheit, mein Herr. Ach so, warte mal.
Darf ich eure Rüstung verstärken, mein Herr? So, Freunde der Sonne, ich würde sagen, an der Stelle mal erstmal Schluss. Dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Und dann würde ich auch gerne dann, wie gesagt, ich weiß ja nicht, eigentlich wollte ich jetzt aufhören mit aufnehmen, aber nehme ich noch eine Folge auf? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich lasse mich gerade überraschen. Dann machen wir hier weiter. Ja. Dann können wir auch gleich hier durchreiten. Warte mal, dann mache ich mal hier den Wegpunkt setzen, dann machen wir das hier noch frei und zotteln dann hier rüber. Ja. Gut, Freunde. Haltet die Ohren steif und tschüss.